Jo Freunde, was geht und damit willkommen zu einem neuen Video. Ich werde in dem heutigen Video die ganzen Formel 1 2023 Lackierungen bewerten in einer Tierlist. Ich habe das schon vor etwas mehr als einem Jahr so ähnlich mal gemacht, dass ich die ganzen Helmdesigns bewertet habe von den Fahrern. Neben den ganzen Fahrzeuglackierungen werde ich eben auch noch die ganzen Helmdesigns im gleichen Video bewerten, weil ich finde, das passt ganz gut zum Start der neuen Formel 1 Saison. Ich habe mir sowieso überlegt, die ganzen Lackierungen zu bewerten. Ihr könnt natürlich dann auch sehr, sehr gerne eure Meinung zu den Lackierungen reinschreiben oder vielleicht, wer auch möchte, seine ganze Rangliste von den Lackierungen, von den Helmdesigns. Wir legen einfach mal los und zwar, wie in der Rangordnung da unten, erstmal mit der normalen Alpine-Lackierung. Die ist ja eben in Blau und Pink gehalten, hat mir insgesamt schon, ja, ganz okay gefallen, war ganz solide und deshalb würde ich die auf jeden Fall bei B einordnen, also quasi ganz genau in der Mitte. Ich denke, das passt meiner Meinung nach auch ganz gut, sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber es geht natürlich noch mehr. Weiter geht es dann eben mit dem Kollegen, nämlich dem pinken Alpine, also quasi der Lackierung, die sie, glaube ich, in den ersten drei Rennen dieses Jahr fahren werden. Ist auch ganz solide gewesen. Mir hat die Lackierung persönlich ein bisschen besser als die blaue gefallen, aber ich würde es trotzdem noch nicht ganz als A quasi einordnen und ich denke trotzdem auch noch B, aber quasi eins vor dem blauen Alpine. Dann würde ich sagen, machen wir nicht mit dem Aston Martin weiter, sondern mal mit dem McLaren. Der hatte ja auch eine Lackierung mit relativ viel Carbonanteil, nicht so viele lackierte Flächen. Ich fand das Design ja ganz solide, aber jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen schlechter als den Alpine. Ich würde das, glaube ich, bei C sogar einstufen. Immer noch orange mit hellblau, aber halt leider eben sehr, sehr viele unlackierte Flächen, was ich persönlich halt nicht so extrem geil finde bei dem McLaren, bei der Komposition von den Farben. Andere Teams haben das schon ein bisschen besser gelöst, wie zum Beispiel eben der Alfa Romeo und der, muss ich sagen, gefällt mir insgesamt doch ganz gut. Sieht echt geil aus, diese Lackierung von dem Wagen mit dem Schwarz, mit dem Rot und allgemein auch das Design von den Felgenabdeckungen und deshalb würde ich sagen, kommt der Alfa Romeo auf jeden Fall bei A. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Red Bull und da hat sich ja eben relativ wenig verändert, leider die ganzen Jahre über, vor allem seit dem letzten Jahr und diesem Jahr hat sich ja auch wieder gefühlt gar nichts verändert und da muss ich sagen, gehört das Team auf jeden Fall auch zu C. Ich würde schon ein bisschen besser als den McLaren einordnen, weil die Red Bull Lackierung hat halt schon immer irgendetwas, aber trotzdem, dass sie halt jahrelang nichts quasi verändern, ist halt schon echt ein bisschen langweilig. Man könnte ja wenigstens irgendwie mehr rote Akzente oder so irgendwas noch reinbringen. Irgendwas, was die Lackierung mal etwas verändert und ein bisschen frischer aussehen lässt als eben jahrelang das gleiche Design. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Aston Martin. An sich muss ich halt sagen, dass halt diese Grundfarbe, dieses British Racing Green oder was es auch immer ist, die gefällt mir halt eigentlich schon richtig gut. Die sieht schon richtig geil aus. Aber ansonsten ist halt beim Aston Martin auch nicht so extrem viel Spannendes, aber trotzdem finde ich die Lackierung an sich eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Also gefällt mir schon ganz gut, dieser Wagen, beziehungsweise eben die Lackierung. Dann kann man das, glaube ich, schon, würde ich sagen, bei B einordnen, aber noch vor den ganzen Alpine-Lackierungen, weil die Lackierung gefällt mir insgesamt schon eigentlich ganz gut. Also Aston Martin schon ein sehr cooles Fahrzeug. Dann machen wir weiter mit dem Alpha Tauri und da muss ich sagen, war der erste Eindruck, ja, ganz okay, aber irgendwie im Nachhinein gefällt mir das mit dem Rot irgendwie doch nicht so gut, muss ich sagen, also von dem neuen Sponsor Orlan, weil die eben den roten Hintergrund überall haben, am Heckflügel, an der Seite, keine Ahnung, das sieht irgendwie ein bisschen fehl am Platz aus, das Rot, und da würde ich sagen, kommt das sogar ganz am Ende hinter dem McLaren auf C, ist irgendwie nicht ganz so stimmig, auch wie der Wagen auf der Strecke aussah, da gibt es halt schon sehr, sehr viele Fahrzeuge, die schon um einiges geiler aussehen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Scuderia Ferrari. Am Anfang hat mich diese nicht lackierte Seitenfläche schon etwas gestört, die ja nicht ganz so cool aussah und ich muss sagen, im letzten Jahr hat mir die Ferrari-Lackierung doch schon ein bisschen besser gefallen, aber in diesem Jahr ist die Ferrari-Lackierung auf jeden Fall auch wieder ganz gut gelungen, muss ich sagen und deshalb kommt die auf jeden Fall auch bei B, würde ich sagen, rein, genau vor dem Aston Martin, aber hinter dem Alfa Romeo, der eben immer noch alleine da oben bei A quasi ist. Bei S, würde ich sagen, kann man insgesamt eigentlich gar kein Team so wirklich noch einordnen, weil irgendwie finde ich dann doch, dass man immer noch irgendwas verbessern könnte und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Haas und der hat dieses Jahr schon eine ganz coole Lackierung, muss ich sagen. Mit dem relativ viel Schwarz sieht das schon irgendwie ganz geil aus und da würde ich sagen, kommt der Haas auch auf jeden Fall bei B.
und zwar zwischen Alpine und zwischen Aston Martin quasi rein. Also auf Platz 4 wäre der eben aktuell bei der Rangliste. Dann kommen wir zum vorletzten Team und zwar dem Williams und der hat eigentlich auch wieder eine ganz solide Lackierung, also relativ ähnlich eben wie zum letzten Jahr, aber da hat mir die eigentlich auch schon ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und die kommt auf jeden Fall auch bei B und zwar würde ich sagen zwischen die beiden Alpine-Lackierungen, also so ungefähr im Mittelfeld. Und dann kommen wir zum letzten Team, nämlich dem Mercedes und die, muss ich sagen, haben schon echt eine sehr geile Lackierung sogar, also mit dem Schwarz sieht schon echt mega geil aus, muss ich sagen. Was mir halt am Anfang nicht ganz so gut gefallen hat, war halt der hohe Carbonanteil wieder mal, also der nicht lackiert wurde, aber insgesamt muss ich sagen, echt ein sehr, sehr heftiges, gelungenes Design und das kommt dann auf jeden Fall auch bei A. Bin so ein bisschen am Tendieren, ob der Alfa Romeo oder der Mercedes die schönste Lackierung hat. Mercedes ist ja eigentlich gefühlt nur 40% Lackierung oder so, aber ja, ich würde sagen, mal hinter dem Alfa Romeo sind für mich aber beide so ungefähr auf einem Niveau und das ist dann eben hier die finale Rangliste von der Tierlist mit den ganzen Lackierungen, also ganz vorne Alfa Romeo, dann Mercedes und dann kommt eben schon B mit Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine mit der pinken Lackierung, dann der Williams und dann noch Alpine mit der blauen Lackierung, dann bei C quasi Red Bull, McLaren und nochmal Alfa Tauri am Schluss und das eben dazu, also so habe ich die Lackierungen jetzt mal eingeordnet. Schreibt wie gesagt auch gerne mal eure Rangliste rein. Wenn man die Fahrzeuge schon länger auf der Strecke sieht, dann gibt es vielleicht doch nochmal ein paar Änderungen, dass man vielleicht das eine Team doch ein bisschen geiler findet. Bis jetzt eben so ungefähr die Einschätzung, würde ich sagen. Und dann machen wir weiter jetzt mit den ganzen Fahrerhelmen. Und da gibt es natürlich auch eine sehr, sehr interessante Auswahl. Sehr viele Helmdesigns. Ich habe ehrlicherweise noch nicht alle wirklich gesehen. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Helm von Alex Albon, müsste das sein. Sieht schon mal eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Also das Design von ihm. Das kann man sogar schon bei gut einordnen. Bei mir gefällt das schon mit dem Blau und mit diesen roten Akzenten. Und dann machen wir weiter mit dem Helm von Fernando Alonso, der eben als nächstes kommt. Ich würde sagen, aber etwas schlechter als Albon, so Average ist eigentlich, also von der Bezeichnung her, Durchschnitt wäre eigentlich schon ein bisschen besser, aber das ist quasi das dritthöchste. Dann der Helm von Valtteri Bottas sieht auf dem Bild hier eigentlich nicht ganz so spektakulär aus, aber eigentlich finde ich den schon ganz geil. Also sieht schon ganz cool aus und der kommt dann eben auch bei gut hinter Alex Albons Helm. Dann als nächstes der Helm von Lewis Hamilton und der, würde ich sagen, kommt auch bei Average mit rein. Ist ganz okay, aber ja, geht schon noch ein bisschen besser. Also gefällt mir nicht ganz so gut wie die ersten drei Helme. Und dann machen wir weiter mit dem Helm von Charles Leclerc. Und der, muss ich sagen, ist ein bisschen langweilig gestaltet, um ehrlich zu sein. Also relativ viel eigentlich nur in Rot gehalten. Klar, passt natürlich zum Ferrari. Aber ja, gefällt mir persönlich nicht ganz so extrem gut. Genau, und das Helmdesign von Kevin Magnussen, das ist auch ganz okay. Ich würde das in der Mitte so ungefähr einordnen. Dann geht es weiter mit dem Helmdesign von Lando Norris und das, muss ich sagen, um ehrlich zu sein, gefällt mir irgendwie nicht so extrem gut, diese komischen Formen an der Seite, keine Ahnung, finde ich irgendwie nicht ganz so geil, ist irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen, auch mit dem Neongelb. Dann kommen wir zu dem neuen Helmdesign von Esteban Ocon und das, muss ich sagen, sieht richtig geil aus, irgendwie mit dem Schwarz, dann diese roten Akzente, so ein bisschen diese umgekehrten Farben, ich glaube, sonst hatte der immer so ein orange-rotes Design als Grundfarbe und jetzt eben mit Schwarz und diesen roten Akzenten, das sieht, muss ich sagen, schon echt richtig geil aus. Und da kann ich ehrlich sein, ordne ich das sogar als Bestes, also ganz oben quasi ein, weil der Helm gefällt mir echt richtig gut. Sieht sehr, sehr geil aus, so ein bisschen böse, sehr, sehr geiles Design, muss ich sagen. Also Esteban Ocon, der hat schon einiges richtig gemacht, sein Designer. Dann geht's weiter mit dem Helm von Yuki Tsunoda, so ein bisschen dieser Herbstblätter-Style, paar Blätter auf dem Helm. Ist ganz okay, aber ja, gefällt mir jetzt auch nicht besonders gut. Würde ich sogar dann zwischen Norris und Leclerc quasi reinpacken. Dann kommen wir zu Max Verstappens neuem Helmdesign. Sieht auch ganz solide aus, würde ich sagen. Also ich würde das so hinter dem von Lewis Hamilton oder zwischen Hamilton und Alonso, glaube ich, reinpacken. Und dann das Helmdesign von Nyck de Vries ist auch ganz okay, aber auch nicht das allergeilste. Bei Nyck de Vries einfach sehr, sehr standardmäßig, muss ich sagen, das Helmdesign. Dann kommen wir zu Pierre Gaslys neuem Helm für Alpine. Und der hat eben mit sehr, sehr viel Gold gearbeitet. Muss ich sagen, gefällt mir ehrlicherweise nicht so gut. Dann kommen wir zu Nico Hülkenbergs neuem Helmdesign. Sieht eigentlich auch ganz solide aus, muss ich sagen. Ich denke, das kann man so auch bei der Mitte, so vor Kevin Magnussen, aber schon mal reinpacken.
Dann geht es weiter mit dem nächsten Red Bull-Fahrer und zwar Sergio Perez. Auch wieder mal ein ganz solides Design, muss ich sagen. Kann man auch so bei Average hinter Lewis Hamilton, würde ich sagen, reinpacken. Eben auch so ähnlich wie bei Max Verstappen natürlich mit dem Red Bull-Logo. Ansonsten eben mit Neongelb. Dann geht es weiter mit Oscar Piastri, muss ich sagen. Auch ein ganz solides Helmdesign. Eben mit dem Blau, mit dem Neongelb und noch so Rot-Orange-Ton. Ist auch ganz solide eigentlich geworden. Ich würde das, glaube ich, auch bei der Mitte einordnen zwischen den beiden Haas-Fahrern. Dann George Russells Helmdesign, muss ich sagen, ein bisschen langweilig geworden. Eben relativ viel hellblau. Ansonsten auch dieser Hellblau-Ton gefällt mir irgendwie nicht ganz so gut. Und dann machen wir weiter mit Carlos Sainz. Und der hat, finde ich, eigentlich schon ein ganz cooles Helmdesign, der Spanier. Ich denke, das passt so zwischen Alonso und Max Verstappen. Ist ganz cool, aber geht auch noch ein bisschen besser natürlich. Irgendwie habe ich aus Versehen, glaube ich, anscheinend die Aufnahme zwischendurch beendet. Ihr seht ja eben, wie die Tierlist aktuell aussieht. Und das Design von Logan Sargeant kommt eben als nächstes mit der USA-Flagge. Sieht eigentlich schon ganz geil aus, muss ich sagen. Also ich würde das sogar bei gut einordnen, weil mir gefällt eben das Blau mit Weiß. Sieht eben schon ganz cool aus insgesamt. Dann machen wir weiter mit Guan Yu Zhu und der hat eben ein Helmdesign mit Lila. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, muss ich sagen. Also kann man machen, ist ein ganz solides Design, würde ich eben auch in der Mitte eigentlich da einordnen. So zwischen Hülkenberg und eben Oscar Piastri. Ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, weil wir haben doch schon 19 Designs eingeordnet und jetzt sind irgendwie noch 5 Helme übrig. Das von Lance Stroll fehlt ja nur noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Design das neue ist oder das hier. Oder ob der überhaupt schon ein neues Design vorgestellt hat. Weil der ist ja eben aktuell noch verletzt. Beziehungsweise er fährt ja aktuell eben nicht bei den Testfahrten mit. Ich denke, das müsste das Design vom letzten Jahr, glaube ich, sein. Naja, ich nehme einfach mal das hier. Und das, ja, ist eigentlich relativ unspektakulär. Kommt da irgendwie auch relativ weit hinten, würde ich sagen, rein. Irgendwo da. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende vom Video angelangt. Wir haben eben die ganzen Helmdesigns und die ganzen Lackierungen eingeordnet von den Formel 1 Teams und von den Fahrern eben die Helme. Schreibt natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch die Tierlist quasi nachspielen. Das werde ich eben in der Beschreibung verlinken. Also lasst wie gesagt gerne Like und Abo da, falls ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Also Freunde, damit war's das. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.